Willkommen zu unserer Seite Die Brücke. Das Thema in dieser Woche ist der gute Hirte. Dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren war ich mit meinem Sohn, der damals 9 Jahre alt war, im südafrikanischen Drakensgebirge. Plötzlich, wie es so oft im Berg ist, kam ein Sturm auf und der ganze Berg war mit Nebel verhüllt, sodass wir nichts mehr sehen konnten. Und bei noch schlechterem Wetter war klar, dass wir unseren Weg hinab finden mussten. Aber nicht voreilig, sondern wohl überlegt. Und so sind wir Schritt für Schritt den Berg hinabgestiegen. Hin und wieder wurde der Nebel leicht gelichtet, sodass wir den Pfad wieder erkennen konnten. Und dann war es wichtig, noch einmal innezuhalten, auf die Karte zu schauen, Konturen der Berge zu sehen und zu vergewissern, dass wir noch auf dem richtigen Weg waren. Diese Situation im südafrikanischen Drakensberg erinnert mich ein wenig an die Situation des letzten Jahres, die Pandemie Corona. Plötzlich war das Virus da und überall in der ganzen Welt war Panik und Angst. Wie soll der Weg weitergehen? Wir waren wie mit einer Nebeldecke umhüllt und keiner wusste zunächst, wie es weitergehen sollte. In dieser Situation waren einige mit Panik erfüllt, sind in die Läden gelaufen und haben Toilettenpapier oder wer weiß was nicht alles gekauft, bis die Läden leer waren. Andere haben so getan, als wäre das Virus nicht da, als wäre das alles nur Fiktion und eine Erfindung der Politiker. Beide Wege waren wohl falsch. Stattdessen wäre es wichtig, in so einer gefährlichen Situation wohl überlegt und Schritt für Schritt den Weg nach vorn zu suchen. Immer wieder mal auf die Karte schauen. Vielleicht auch manchmal warten auf einen Lichtblick, damit der Weg wieder erkennbar wird, damit wir wieder wissen, wie es weitergehen soll. Um den Weg nach vorn zu finden und wohl überlegt zu gehen, brauchen wir ein gewisses Maß an Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen auch in einer Situation, wo wir nichts mehr sehen können und wo alles mit Nebel umhüllt ist. Und diesen Weg des Vertrauens, der ist wichtig in jeder Situation unseres Lebens. Denn es gibt oft Situationen, wo wir nichts mehr erkennen können und den Weg nach vorn nicht mehr sehen können. Wie können wir aber vertrauen, wenn wir den Weg nicht sehen? Wie können wir zum Beispiel vertrauen, wenn ein Menschen, den wir geliebt haben, plötzlich stirbt? Wie kann ich vertrauen, wenn ich plötzlich vor einem unüberquerbaren Berg stehe und nicht weiß, wie es weitergeht? Wie vertrauen, wenn ich selbst einmal vor dem Tod stehe? Der junge Schafhüter David hat genau in dieser Situation ein wunderschönes Lied gedichtet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist ein Gebet gefüllt mit Vertrauen. Und das Interessante ist, dass David auch dieses Gebet in einer Situation betet, wo nichts zu sehen ist. Im Angesicht der Feinde deckst du mir einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl ein und füllst mein Becher voll ein. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, das König.
wandre ich im finstern Tal. Fürcht ich kein Unheil mehr, du bist hier bei mir. Bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Sie wird still. Ich komm. Du bist.